Alexa, schalte die Philips Hue Lichter auf blau. Ja, genau. Die Mellowboards, die Elektroskateboardmacher aus Hamburg, hat die Preise in 2019 gesenkt. Deswegen, lass uns schauen, was da drin ist. Ein großartiger Tag heute. Der Mellowboard ist da. Lass uns mal den abholen. Das sind die große Reifen, die 90, 95 mm, glaube ich. Ich habe die kleine Variante genommen. Das ist dein Brett, richtig? Man musste in dem Farbthema eigentlich passen. Holy moly. Okay. Lass uns schauen, was drin ist. Das Motto, die ich schon auf meine Galaxy Board draufgepackt habe. Das Batterie. Fernbedienung. Quick Charger. How to get started. Werkzeug. Fernbedienungsanschluss. Schrauben. Und einen USB-Licht. Ich versuche so eine Art Behind-the-Scenes machen mit dem 360 InstaX1. How to start. Das ist ein ganz nettes gemachter Quick-Start-Guide, also brauchst nicht so lange zogern. Nummer 1, das Motor kommt drauf auf die hintere Teil des Skateboards. Nummer 2, das Batterie muss rein. Juice up. Laden habe ich schon. Was mir nicht eingefallen ist, wenn ich das bestellt habe, ist, dass die vordere Reifen passen kaum auf die ursprüngliche Achse, was auf dem Board original war. Ne? Deswegen musste ich die Achse nachträglich bestellen. Und das sollte die Hinterachse sein. Wenn ihr zufällig irgendwelche Videos von mir mit dem Elektroskateboard gesehen habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass ich bereits eine Acton und eine Evolve habe. Und da kommt natürlich die Frage, warum braucht man noch eine dritte Board? Die Antwort ist einfach, zum Reisen. Also nachdem ich letztes Jahr 20 Mal geflogen bin, ich habe sehr oft kein Board dabei gehabt. Extra gesucht nach einer Board, die sich leicht zu mitnehmen lässt, in dem Flugzeug zum Beispiel. Eine passende Batterie hat, um die Kontrolle am Flughafen ohne Probleme zu schaffen. Und natürlich, Mellowboard ist eigentlich die beste Option, was das betrifft, weil das wiegt nicht so viel. Das ist made in Germany. Die haben eine wahnsinnig tolle Support, also wenn du ein Problem hast, dann bist du sofort bedient und in sehr kurzer Zeit kriegst du Ersatz und alles. Das einzige Problem war der Preis. Der Boosted Mini ist einfach zu schwer. Und daher, ich war im Dezember, ich war letztes Monat an die Demo Berlin, da habe ich die Mellowboards wieder gesehen und so weiter. Und die fand ich immer cool, also das ganze Konzept halt, die Philosophie, die da hinten steckt. Die Tatsache, dass man auf jede Skateboard das montieren kann. Und das Batterie ist swappable, ne? Batterie raus, Batterie rein. Ich habe mich aber im Dezember gar keine Gedanken gemacht, weil die Mellowboard war immer zu teuer für meine Verhältnisse. Deswegen, hier, 699, made in Germany, swappable Batterie. 15 Kilometer Range, Reisetauglichkeit vom Flugzeug. Passt auf jede Board. Bin ich länger in ein Land oder so, da kann ich eine längere Board da kaufen oder so. Also, ich sehe nur Vorteile bei einem Preis, der stimmt. Die Mellowboard, meine neue Elektroskateboard für Reisen. Was für ein wunderschöner Januartag. Das ist 18. Januar und ich bin erstes Mal unterwegs auf dem neuen Mellowboard.
werde jetzt versuchen, ein paar Aufnahmen zu machen mit dem Insta360. Also Hügel hoch, gar kein Thema. Jetzt muss die Sonne in die Wolken sein, das ist unglaublich, ne? Und hier ist kalt auch. Erster Eindruck ist stabil, die Bremsen sind gut, ganz okay. Die kleine Variante von dem Mellowboard, die Model S sozusagen, für 6,99 hat die Endless Mode nicht. Ich habe es nicht mit dem Telefon aktiviert und ich war neugierig, ob es doch funktioniert, aber nee, es geht nicht. Here we go, uphill. Uphill Test. Es geht berghoch wunderschön, überhaupt kein Problem. Wie lautet der erste Eindruck? Das Board hat alles, was er verspricht, gehalten. Die einzige, wo ich mich dran gewöhnen muss, ist die Fernbedienung zu greifen auf dem richtigen Seite. Insgesamt gefällt es mir. Es macht jede Menge Spaß. Also das erste Ding, was ihr machen sollt, nachdem ihr eure E-Boards gefahren habt, ist das sauber zu machen. Weil wenn man es macht, solange es frisch ist, dann bleibt alles picobello. Hier zwischen diesen Rillen, dann nehmen wir den Kompressor. Alles gut. Letztes Mal. Und jetzt, weil das E-Board sauber ist, ich werde es laden und ich gehe einen Kaffee trinken. Made in Germany, gemacht in Deutschland, unter 5 Kilo. In fact, lass uns das wiegen. Quasi 6 Kilo. Viel ist 6 Kilo in Pounds? Keine Ahnung jetzt. Okay, lass uns mal das personalisieren. Ich habe vor, das zu personalisieren. Ich habe diese Foto in Kenia, in Afrika gemacht und dann habe ich eine Decke bestellt. Die Zebras in Love, die verliebte Zebras. Eigentlich ist das ein ganz cooles Foto. Ich mag den Muster und ich konnte etwas mit dem Muster anfangen. Ich könnte es auf dem Reifen von dem Mellowboard übertragen, dachte ich. Ob ich diese künstlerische Begabung habe, weiß ich nicht, aber schauen wir mal, was es rauskommt. Ich habe hier zwei Headings. Jetzt drehen wir es einfach um, weil dann kann ich die Reifen. Jetzt brauche ich eure ernsthafte Meinung. Ist es ungefähr wie die Zebras da hinten? Man muss es drehen. Ha! Das läuft! Das ist unglaublich, wie leise es ist. Geil! Lass uns mal draufsteigen. Das war der Pro-Modus. So don't try this at home. Bevor ich hier irgendwas kaputt mache, ich glaube, es ist besser, dass ich es draußen nehme. Ist es euch aufgefallen, dass man es so lesen kann? Mellow. Aber
auch so lesen kann. Mellow. Das ist ziemlich cool, gell? Pretty cool. Ich dachte mir ursprünglich, dass man 699 umgekehrt schreiben kann. Und dann hat man 969 und dann kehrt man es um und dann wäre ein wesentlich günstiger Preis. Aber wenn man es tatsächlich dreht, dann hat man 6, dann hat man 996. Ja, das ist nicht so schlecht gekommen, wie ich dachte. Ja, das geht schon. Das geht schon. Prima.